Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Inger Fahrzeugfolio. Wir stehen mal wieder vor einem Kfz. Einem Elektro-Kfz. Tesla Model 3, aktuell in Schwarz, mit ein bisschen Chrom. Das Fahrzeug hat jetzt schon eine kleine Vorbereitung bekommen, wie hier zum Beispiel die Logos demontiert. Man sieht noch den Abdruck. Ja, man sieht den aktuell noch, weil wir da noch nicht drüber geputzt haben, großartig. Hier hat das Fahrzeug sehr viel Chrom. Ja, das hier alles ist vorher in Chrom. Hier haben wir noch die Türleisten, die sind jetzt schon entfernt. Die obere Türleiste, hinten das Stück ist bereits foliert. Die Türgriffe sind foliert. Ja, hier, die sind auch in Chrom, ne? Die sind auch in Chrom nochmal. So, und jetzt schauen wir hier. Das müssen wir noch demontieren, damit wir das hier auch nochmal in schwarz hochglänzend folieren können. Und an sich bekommt das Fahrzeug dann eine komplette einfarbige Folie. Folienfarbe verrate ich nicht. Kommen wir drauf zurück, wenn wir folieren. Deswegen, nächstes Fahrzeug, würde ich sagen, steht schon bereit. So, wir stehen hier vor einem Fahrzeug, was wir vor einigen Wochen foliert haben. Um genau zu sein, dürften es 4 Wochen her sein. Fahrzeug steht jetzt hier. Lieblingsauto. Wird zu dir auch passen. Lieblingsauto? Ich habe kein Lieblingsauto. Okay, stimmt. E36. Ja. Wirst du dein Auto eigentlich behalten? Den E36? Ja. Auch angemeldet lassen? Nee. Erstmal nicht. Der wird ja umgebaut. Ohne Anmeldung. Kauf machst, auch machst du Rocket Bunny? Rocket Bunny? Pandem. Okay. Das ist jetzt der Plan, das ist aber ey. Ich komme günstig an Liberty Walk dran, wenn du möchtest. Nee, ich will Pandem machen. Nee, Liberty Walk. Auf einem E36, auf dem Coupé passt es, aber... Es gibt auch keinen für Touring, das musst du halt anpassen, das ist ja das Geile. Dann kannst du ja den ganzen Rost rausschneiden, den du E36 hast, das ist praktisch. Dann musst du ja sowieso rausschneiden, ne? Passt. Passt. Ja, M6 Grand Coupé hatten wir vor einigen Wochen poliert, steht jetzt hier zur Nachkontrolle. So, jetzt gehen wir einmal dazu, wir erzählen ja immer von der Nachkontrolle und erzählen ja aber nie, was die Nachkontrolle auf sich hat. Nachkontrolle ist praktisch eine Sichtprüfung der Ecken und Kanten der Folierung. Auch die Fläche, alles mögliche. Fangt zum Beispiel dann hier vorne an, gucken uns die Stoßstange, die ganzen Ecken, Kanten, überall, wo auch Übergänge sind, Folienübergänge, schauen wir uns dann sehr speziell an, wie zum Beispiel hier, in den Radhäusern, Kanten wie hier zum Beispiel an der Motorhaube. So, die Motorhaube machen wir dazu auch auf, gucken uns dann innen die ganzen Kanten an. Genauso geht das auch weiter an den Türen, unten am Seitenschweller, Türgriffe, sag mal jede Kante, Spiegelkappe. Ich zähle gerade jede Kante auf. So, Spiegelkappen. So, und dann haben wir zum Beispiel die Heckklappe. Ich zeige das jetzt, weil die ist ein bisschen leichter zu öffnen. So, dann gucken wir dann wirklich auch hier rein, hier überall die Kanten. So, und zum Beispiel die Kante, die sieht man ja von außen nicht. Ja, wenn die Heckklappe so zu ist, sieht man das Ganze nicht, weil die abgedeckt ist. Und hier hat man das zum Beispiel zwischendurch so, dass man die Luft hat. So, wir haben an diesem Fahrzeug jetzt 2 kleine Stellen gefunden, wo minimal Luftbläschen waren. Das war einmal an dieser Kante hier, ja, also hier praktisch an dieser Kante. Und dann hatten wir das einmal an der Kennzeichenmulde. Man sieht ja, die geht tief rein. Dann hatten wir hier auch eine kleine Luftblase. Konnten wir alles so beheben und ja, Auto steht gut da, kann wieder raus, ist sicher für die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall. Auch länger, aber da wir 5 Jahre Garantie geben, muss ich sagen 5 Jahre. So, noch ein Fahrzeug haben wir jetzt hier stehen, wird gerade auseinandergebaut. Und zwar ist das eine kleinere G-Klasse, aber nicht aus dem Hause Mercedes. Hinter dem steht wieder die G-Klasse. Ja. Hey Timo, dein G-Klasse? Mein G-Klasse. Aber ist ohne AMG-Paket, wie ich sehe. Okay. Ja. Suzuki Jimny hat eigentlich eine schöne Grundfarbe. Ist ja aber immer alles Geschmackssache. Und dieses Fahrzeug wird jetzt komplett anders foliert. Bekommt ein dunkleres Rotmatt. Das Dach in Schwarz, ein bisschen schwarzglänzend abgesetzt. Gehen wir gleich drauf ein. Wir sind gerade bei der Demontage und Vorbereitung des Fahrzeugs. Würde ich sagen, stimmt, weißt du, was wir jetzt machen? Da kann man schon zuschauen. Okay. Zuschauen, wie wir das Ding so ein bisschen folieren. Und dann geht es eigentlich direkt zum Porn. Okay. Deswegen, go.
So, auch wenn ihr den Porn jetzt gerade schon gesehen habt, sind wir hier gerade mitten in der Arbeit von der Folierung des Jimneys. So, und der Jimney bekommt hier auf der Seite einmal dieses, man nennt das Relief. Das kann man 3D-mäßig fühlen und auch sehen. Das ist wie so eine Profilierung. Sieht man, ne? Ja. Sieht man. Das ist ein bisschen schwerer wegen dem Rot, aber ja. Ja. Jetzt zum Beispiel bei mir sieht man das ein bisschen mehr, ja, weil es eine hellere Farbe ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich deswegen. Ja, weil du eine hellere Farbe hast, ja. Denke ich ja. Obwohl auch matt, ne? Ja, ich wollte gerade, ich habe gerade, glaube ich, gesagt, auszusehen, weil es matt ist, aber macht ja keinen Sinn. Nein, weil durch matt. Matt. Durch matt, durch matt. Durch matt siehst du es eigentlich mehr. Ja. Ja, auf jeden Fall, Fahrzeug war bis zum Porn in Mache. Ja. Ja. So, noch ein Fahrzeug haben wir aber hier stehen, was eine komplette Folierung bekommen wird diese Woche. Und das ist ein Ford Mustang, aktuell in Weiß. Wird gerade noch vorbereitet. Fahrzeug bekommt ein sehr schönes, mattes Grau. Kommt noch ein, zwei Sachen in Schwarz, wie zum Beispiel die Streifen über das Auto, die typischen Viper-Streifen oder die typischen breiten Streifen, die man kennt. Noch ein, zwei kleine Gimmicks auf den Seiten mit einem Schriftzug und Pinstripes bekommt das Auto auch. Werden wir auch sehen. Da wir jetzt alles einmal kurz gezeigt haben, machen wir jetzt mit dem Tesla weiter. Meine Damen und Herren, es sind die Tesla-Wochen. Nicht, weil Tesla im Angebot ist, weil wir zwei Teslas hier drin stehen. Wir haben einen Tesla hier drin stehen, den haben wir vor einiger Zeit schon ein bisschen her. Dürfte ein bisschen länger als einem halben Jahr, fast ein Jahr. Ich find, irgendwann letztes Jahr haben wir den foliert. Folierung schwarz-matt mit ein bisschen Mint abgesetzt. Fahrzeug hatte leider einen kleinen Schaden im Heckbereich. Er hat dementsprechend eine Neufolierung auf den Bauteilen bekommen. Hallo, hallo. Jetzt habe ich voll das Video gefischt, ne? Sorry. Ja. Neu foliert wurde das komplette Heck, sprich die Heckstoßstange, der Heckdecke und sogar hier die rechte Seite, rechtes Seitenteil und die rechte Tür. Ja, lässt sich wieder sehen. Wurde lackiert, ist über einen Monat ausgegast, also ausgehärtet der Lack und dann foliert. So, kommen wir zum nächsten Tester. Den haben wir Anfang dieses Videos einmal gezeigt, wie er in Schwarz dastand. Fahrzeug ist jetzt komplett foliert in Rot. Ich würde sagen, ja, der sieht gut aus, doch. Komm, im Porn sehen die den gleich. Der sieht gut aus. Das ist ein Candy Rot, ein etwas helleres oder knalligeres Candy Rot. Fahrzeug hat die Farbe praktisch, das Fahrzeug wurde komplett in der Farbe foliert, hat aber die ganzen Chromleisten in Schwarz bekommen. Wie zum Beispiel auch hier das Logo in Schwarz. Dann haben wir hier so Elemente hier oben. Er ist jetzt ein bisschen stoff. Schwarz glänzend, Spiegelfuß, Fensterleisten, die Türgriffe, ja, Fensterleiste. Und auf dem Heck haben wir dann auch nochmal das Logo und noch als ganz kleines Gimmick gehen wir jetzt nochmal auf die Felgen. Denn da hat dieses Fahrzeug die Namendeckel einmal in Schwarz foliert und das Tesla-Logo in Schwarz drauf bekommen. Fahrzeug sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich würde sagen, Auto kann raus zum Porn drehen. Okay, machen wir genau jetzt. I was blood, sweat and tears in my mother's ears. Afraid to tell my father any of my fears. He was such a marine. I was a great kid, but a troublesome teen. My grandmother was my mother. That is obscene. That is insane. What does it mean if it never changed? I used to daydream in the classroom. Had my first fist fight, sixth grade bathroom. I lost it, but I didn't forfeit. And of course they jumped me, but that happens often. I guess they figure since I'm skinny and frail, I be a sensitive victim, I be giving them hell. I be swinging like lightning, I be throwing them shells. My blows be back to back like the drill you in hell. What up, Pop? I'm just a kid with a glimmer of hope. I'm just a kid with a kid and potential to glow. Well, that's just the way it goes. Sticks and stones will break your bones. Sticks and stones will break your bones. So, meine Damen und Herren, ihr seid hier live dabei.
bei der Montage einer Mittelkonsole bei diesem Mercedes-Benz GLC, wo ich jetzt nur noch drei Stecker dran zu stecken habe. Der Grund, warum diese Mittelkonsole ausgebaut wird, erklärt sich als ganz, ganz simple. Ist eigentlich ganz simpel. Klar, wäre es auch anders bei einer Foliererei. Das Ding wurde foliert. So, ein Schiedecker, zwei Schiedecker. Ja. So, sehen wir schon mal, das Ding ist drin, ja? Also hier die Mittelkonsole, die ist drin. Mhm. So, jetzt machen wir einmal kurz den Funktionstest, ob auch alles funktioniert. Radio. So, haben wir hier eine Beleuchtung, die haben wir, die funktioniert. Guck mal. Es fällt mir auf, weil hier kein Licht leuchtet. Das heißt, wir müssen es mal kurz abmachen. Der Stecker doch gerade noch rein. Der Stecker ist drin. Der Grund ist folgender. Wir starten mal den Motor. Ah, siehst du, jetzt leuchtet das auch. Also war der Stecker doch drin. So. Funktioniert auf jeden Fall alles. Sieht gut aus. Ja, Sichtprüfung auch bestanden. Kommen wir ganz kurz dazu. Mercedes-Benz GLC haben wir hier einmal die Mittelkonsole komplett foliert in Carbon glänzend. Die Türleisten hier. Alle vier Türleisten, wir sehen vier Türer, wurden praktisch so foliert. Carbonglanz. Für den Interieur eines Fahrzeuges immer eine sehr gute Wahl, kann ich nur so sagen. Verleiht viel Sportlichkeit. Es sieht halt aus wie ein echtes Carbon. Gerade im Interieur. Ja, finde ich gut. Ja, Rest zusammenschustern. Genau, was dieses Fahrzeug noch bekommen hat. Eine Scheibentönung. Eine Scheibentönung mit einer 85%igen Tönungsfolie, denn dieses Fahrzeug hatte vorher überhaupt keine Tönung drauf und ist jetzt dezent abgetönt. Und das ist mal wieder so ein Auto, ab durch die Mitte und weg. Ja. Nächstes Fahrzeug haben wir letzte Woche bereits erwähnt. Haben wir auch letzte Woche schon fast fertig gehabt. Steht jetzt gerade noch hier drinne. Ist nämlich die weiße E-Klasse Coupé. Die weiße E-Klasse Limousine. Die weiße E-Klasse Limousine, also weiß, Satin Pearl White, ein Perlmuttweiß. Fahrzeug ist ja schön geworden. Haben ja die ganzen Chromleisten. Gehen wir zum Auto. Ja. Mhm. So, zu der E-Klasse Limousine. Ja. Satin White Pearl. Kurz gesagt, ein Perlmuttweiß in einem Satin oder satiniertem Matt. Seidenmatt. So, Fensterleisten, die vorher chrom waren, sind in Hochglanz schwarz gekommen. Wie auch hier der Stern hinten, die Leiste, die Diffusorleiste und die Auspuffblenden, Blenden. Das sind ja nur Blenden, Attrappeblenden. So, dann gehen wir jetzt vorne zu dem Grill. Denn der ist sehr aufwendig, aber auch sehr schön schwarz geworden. Nochmal ganz kurz für die Leute, die es letzte Woche nicht gesehen haben. Der Grillarm an sich ist in schwarz matt gekommen und die Chromleisten in schwarz glänzend. Die Sensorplatte hier vorne hat noch eine leichte Tönung bekommen. Und dann haben wir hier zum Schluss noch den Kühlergrillrahmen von dem ganzen Kühlergrill, der auch schwarz glänzend geworden ist. Ja, an sich noch die Lippe vorne, die auch in Chrom war. Und das war's. Auto steht auf jeden Fall sehr gut da. Ich würde sagen, kann raus, kann vorn gedreht werden. Deswegen. I always got the puzzles, but I be missing the pieces. I'm always trying to learn, but ain't nobody to teach us. A couple line preachers, that's all.
after the profit. Women out of the projects, cutting people with gossip. They only let you fuck if you give them what's in your pockets. I mean, it's logic. When you out of your options, you get it how you live and get it how niggas got it. I reign different, it's the name, not the chain, nigga. My game different, it's a shame you a lame nigga. And that's only cause you frontin' for the camera, stuntin' for the women that's in front of all the cameras. I'm looking for hope. So, ein anderes Fahrzeug, was wir hier drin stehen haben, was wir auch gezeigt haben, noch im montierten Zustand, ist der Mustang GT. Fahrzeug ist jetzt ordentlich auseinandergerupft, ordentlich sauber und ist bereits in den ersten Folierzügen. So, ein weiteres Fahrzeug haben wir hier stehen, und zwar ein 7er BMW aktuelles Modell. Fahrzeug hatte sehr, sehr viel Chrom, haben wir leider vorher nicht aufnehmen können. Können wir aber mal zeigen. Fangen wir vorne an. So, die Nieren. Das heißt, die Leiste hier, die dünne Leiste und der ganze Rahmen war vorher in Chrom. Dann haben wir hier diese Leisten. Hier die Leiste, die vorher in Chrom war. Gehen wir rüber auf die Seite. Die Leiste. Diese Leisten hier unten, dann gehen wir weiter, Fensterleisten, Spiegelfuß, ja, das Ganze. Dann haben wir hier noch eine dünne Leiste auf den Türgriffen gehabt und auf dem Heck haben wir dann nochmal diese schöne Leiste hier, die vorher in Chrom war, und hier unten das Ganze, was auch in Chrom war. Jetzt werden sich einige Leute fragen, warum das hier noch in Chrom geblieben ist. Das hier ist eine Auspuffblende, demnach wird sie leider ein bisschen zu warm. Es ist keine Attrappe, sondern der Abgasaustausch ist wirklich hier drin. Das heißt, die Folie würde an dieser Stelle schmelzen, zumal das hier aus Metall besteht. Fahrzeug hat außer der Folierung des Chrompakets noch eine Folierung der Scheiben bekommen. Dunkelste zulässigste Tönung, 95%. Einmal ab der B-Säule. Heck, alles drauf. Noch ein Fahrzeug hat eine Scheibentönung bekommen, steht schon draußen, ist eigentlich schon mitnahmebereit. Können wir mal von hier zeigen. Steht schon im Ring da eins. Hat aber die 85% bekommen, ist aber auch recht dunkel. Weiter geht's mit. Komm mit. So, wir stehen jetzt hier direkt wieder neben dem 7er. Wir haben einen Altendorfer Junge hier. Was geht ab? Auf jeden Fall, wir sind hier. Das Auto, also die Leisten wurden alle frisch foliert und es sieht einfach top aus. King. Was soll man sagen? Night-Paket, Chrome-Paket, Chrome-Delete, immer wieder aufs Neue. Genießt es, so steht's auch beim Namen. Enjoy. Checkt es. So, jetzt gibt's noch mal ein paar Antworten auf eure schönen Fragen. So. Frage: Benötigt man für Digitaldruck spezielle Folien oder kann man auf jeder Folie drucken? Könnte man auf einer transparenten Steinschlagschutzfolie drucken? Kann man Spezialfolien wie Gold, Silber, Chrom oder Kupfer, Bronze im Digitaldruck drucken? Also, kommen wir zur ersten Frage. Es gibt natürlich extra Folien für den Digitaldruckbereich. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen, auch beispielsweise eine Car-Wrapping-Folie oder eine 3D-Verklebefolie für Fahrzeuge. Es gibt auch eine 2D-Folie und noch deutlich andere Sachen, die dann nicht mehr unbedingt viel mit Fahrzeugfolierung zu tun haben, aber halt generell im Werbetechnikerbereich vertreten sind. Rein theoretisch gesehen könnte man aber, ich sag jetzt einfach mal, die Folie nehmen, diese bedrucken, weil man den Farbton so schön findet. So, und dann muss das Ganze nochmal laminiert werden. Laminieren heißt, es kommt nochmal eine ganz, ganz dünne Schutzfolie drauf. Das Problem ist, dass die Folie dann eine sehr starke Dicke aufweist. Das wiederum zum Folieren schlecht ist, weil die Folie zu dick wird. Ne? Ecken, Kanten ist alles so ein bisschen, weil die Folie wird ja steifer dadurch. Aber man könnte auch so eine Folie, eine normale Wrapping-Folie, egal welcher Farbton jetzt, bedrucken. So, könnte man auf einer transparenten Steinschlagschutzfolie drucken? Ich würde sagen, auf den aktuellen Steinschlagschutzfolien nicht. Denn die haben einen Topcoat und dieser würde die Druckfarbe abweisen. Aber es gibt, wie wir gerade schon gesagt haben, mit den Digitaldruckfolien, gibt es auch transparente Digitaldruckfolien. Haben wir auch schon mal gehabt, haben wir sogar ausgiebig im Video mal erwähnt und gezeigt und alles, wie das Ganze gemacht wird. M4 in dem Holzmusterdesign. Stimmt.
weißt du. Ja, weiß ich noch. Genau. So, und kann man Spezialfolien wie Gold, Silber, Chrom oder Kupferbronze im Digitaldruck drucken? Nein, solche Folien kann man nicht bedrucken. Es gibt wohl eine Art, aber das ist nicht im Carwrapping-Bereich, sondern ich sage jetzt mal Visitenkarten. Wir haben zum Beispiel auch welche, die werden bedampft. So kenne ich das. Kann auch sein, dass ich da komplett falsch liege, aber es gibt keine Möglichkeit, eine Chromfolie, egal ob Chromrot, Chromgold, Chromsilber, zu drucken. Aber man könnte eine Chromfolie bedrucken. Da kommen wir wieder zum ersten Punkt. Man könnte eine Chromfolie bedrucken, wäre aber nur für gerade Flächen okay. Für alles andere, eine Chromfolie ist so schon sehr dick. Wenn dann noch gedruckt und laminiert wird und dann noch eine Stoßstange verklebt wird, kann ich sagen, ciao. Mhm. So, nächste Frage. Boah, das kann ich nicht zeigen. Okay. Aber kann ich wirklich nicht. Was ist das denn? Liebes, verstehe mich bitte nicht falsch, aber das kann ich. Ach so. Öffne doch bitte dein Haar. Nein, ich versuch's auch ganz vernünftig. Nein. Sei mir bitte nicht böse. So. Wann muss eine Steinschlagschutzfolie gewechselt werden? Zeitraum etc. Unterschiedlich. Es gibt Steinschlagschutzfolien, und ich gehe jetzt von den Folien aus, die wir verwenden, mit einer 5-jährigen Garantie, und es gibt dieselbe oder vom selben Hersteller das Produkt mit 10 Jahren Garantie. Diese Materialien sind empfehlenswert, dann nach den Jahren zu entfernen oder gewechselt zu werden. So, ich würde sagen, eine Frage schnappe ich mir noch. Ja. Und dann geht es Richtung Feierabend und Richtung Wochenende. Nicht für jeden, aber für fast jeden. Sollte man bei euch einen Termin vorher ausmachen zum Besprechen der Folierung? PS, Mega Video wieder. Liebe Grüße, Stefan. Liebe Grüße, Stefan. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Video weißt du das vielleicht? Dieser Kommentar war? Nee. Dankeschön. Auf jeden Fall, egal welches Video, Dankeschön. Für eine Besprechung einer Folierung sollte man oder braucht man an sich keinen Termin machen, sondern man kann ganz normal reinkommen zu den Öffnungszeiten. Vorzugsweise bitte nicht unbedingt kurz vor Feierabend und vorzugsweise bitte nicht mehr ab Freitagnachmittag. So, aber wenn eine Folierung etwas komplizierter ist, also wenn es jetzt nicht nur eine einfarbige Folierung wird oder sag mal eine einfarbige Folierung, Dach soll schwarz werden oder so, wenn es eine Designfolierung ist oder eine etwas umfangreichere Folierung, dann bitte mit einem vorherigen Termin, also mit einer Terminabsprache zur Besprechung der Folierung. Ich hoffe, ich konnte die Fragen erstmal gut beantworten. Ich bedanke mich für die Fragen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich immer für den Support und möchte auch jetzt nochmal Danke sagen. Dankeschön. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, deswegen genießt das Wochenende. Ich bin auch Peace out. Well, that's just the way it goes. Sticks and stones will break your bones. Sticks and stones will break your bones. But you gotta keep